Okay, um zur nächsten Statue zu gelangen, da gibt es, glaube ich, wirklich keine andere Möglichkeit, als wirklich den Enterhaken einzusetzen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist natürlich jetzt mal zu gucken, ob wir hier oben... Boris Hütte bringt meine komischen Steine, haben wir jetzt nicht. Aber das ist jetzt hier das Einzige, was mir noch einfällt. Haben wir vielleicht hier irgendwo was übersehen? Irgendjemand, der eine Perlenkette haben will? Irgendjemand, der uns einen Enterhaken schenkt? Aber auch an diesem Gebiet hier bräuchten wir einen Enterhaken. Allerdings konnten wir hier zuvor nicht weitermachen, weil wir die Flossen nicht hatten. Heutzutage ist mit den Hühnern nichts mehr los. Früher flogen, flatterten sie, es war eine Freude. Und jetzt kein Kampfgeist mehr. Gaga gaga. Na, das ist auch erst für später. Auch das ist erst für später. Wo habe ich jetzt wirklich dieses verdammte Teil übersehen? Im Tante-Emma-Laden gibt es beim besten Willen keinen Enterhaken. Und hier, für dieses Gebiet, da habe ich doch auch einen Enterhaken, glaube ich, gebraucht. Den wir jetzt sowieso nicht haben. Offensichtlich habe ich ihn irgendwo übersehen. Ich habe ihn offensichtlich übersehen. Aber wo genau? Das ist jetzt so eine Sache, wo ich überhaupt nicht weiß, wo. Und das stört mich jetzt. Ne, die bräuchte auch keine Perlenkette. Also hier auf dem Friedhof wiederum habe ich einfach nur ein Herzteil übersehen. Gab es hier auch wieder nicht. Tja, das Einzige, was jetzt noch möglich ist, wäre einfach mal kurz beim Windfisch mal vorbeizuschauen. Tja, aber das wäre es dann auch aktuell auch wirklich gewesen. Dann wüsste ich jetzt auch wirklich nicht mehr, wo ich jetzt noch suchen muss. Der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Beim Klang der acht Musikinstrumente der Sirenen wird er jedoch aufwachen. Du kannst ihn verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so, Uhu. Tja, der Tamaranschberg.
Ja. Also im Fischmaul-Dungeon, da kommen wir auch wirklich erst weiter. Wenn wir ja den Enterhaken haben. Hier wiederum würden wir auch vorbeikommen ohne Enterhaken. Ich hab das mal auch mal... Man könnte es schaffen ohne... Aber ne, dafür bräuchten wir ihn auch. Aber sowas von unschön jetzt. Wir haben hier bloß Pfeil und Bogen. Und einen Stein. Mehr nicht. Für die Perlenkette haben wir jetzt auch erstmal keinerlei anderen Optionen. Vielleicht ja schon, aber ich habe das auch vergessen. Ja, was wären jetzt noch meine anderen Optionen? Wir können noch mal zum Zoodorf. Ja. Alles geplant. Ey. Oh.
Tja, besser als nichts, was ich jetzt tun kann. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall den Kammerstein. Das hilft uns aber immer noch nicht weiter. Das hilft uns jetzt leider immer noch nicht weiter. Mit der Hilfe dieses Kranspiels können wir auf jeden Fall die 980 Rubine beisammen kriegen. Das wäre jetzt auf jeden Fall einfach und das könnten wir jetzt noch machen. Aber dann müsste ich eigentlich ja wirklich mal nachschauen, was wir jetzt hier noch gebraucht haben oder machen müssen, um den Enterhaken zu kriegen. Tja, ebenso gut könnten wir auch versuchen, die Gumba-Statue zu kriegen. Aber das ist jetzt ebenfalls unnötig. Okay, natürlich musste das irgendwann schief gehen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das jetzt schief gehen konnte, weil wir waren eigentlich jetzt auf der gleichen Position gewesen. Aber ich sehe darin jetzt einfach Betrug. Es hat jetzt erstmal so an der Stelle keinen Sinn, da weiterzumachen. Das Blöde ist aber jetzt eigentlich sowieso auch, dass mir jetzt wirklich nicht einfällt, wo ich jetzt was vergessen habe. Das ist jetzt erstmal das Problem. Aber gut, wenn wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, dann kriegen wir auf jeden Fall noch Pfeil und Bogen. Tja, ansonsten machen wir im nächsten Part erstmal kurz weiter mit der Geschichte mit Boris und seinem Kammerstein.
Irgendwas hatte man da für den Erstabschluss auch gekriegt. Ich glaube, ein Herzteil vielleicht. So, und die Hälfte. Wenn wir jetzt Glück haben, haben wir die Hälfte für Pfeil und Bogen jetzt gleich beisammen. Also die Hälfte der Menge, die uns jetzt noch fehlte. Gut, jetzt holen wir uns also noch den Rest. Ja. Rein theoretisch perfekt positioniert. Gut, daraufhin müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal alles haben. Pfeil und Bogen, nur 89 Rubine. Tja, Pfeil und Bogen habe ich dann jetzt schon mal. Und ein paar Pfeile, 10 Rubine. Tja, damit hätten wir da jetzt auch 30 Pfeile. Oder könnte es ersatz sein, dass wir zuerst... Nein, zuerst Pfeil und Bogen haben wir doch nicht gebraucht. Andererseits würde mir da nichts anderes einfallen. Andererseits würde mir dazu jetzt erstmal nichts anderes einfallen. Könnte natürlich auch sein, dass das jetzt der... Andererseits... Na, hier haben wir wirklich bloß ein Herzteil. Mann, das wird das doch jetzt hier ein bisschen unangenehm. Das Einzige, was ich hierbei jetzt wirklich nochmal kurz ausprobieren könnte, wäre vielleicht, ob wir nicht doch nur Pfeil und Bogen zuerst gebraucht haben. Aber eigentlich brauchen wir jetzt hier an der Stelle beides. Den Enterhaken und Pfeil und Bogen. Na, das hat eigentlich keinen Sinn, was ich jetzt hier mache.
Nein, das hat eigentlich keinen Sinn. Und jetzt vergeige ich auch noch die Sprünge. Hier sowieso das Endgebiet für den Stallforce. Das hat einfach keinen Sinn. Den Enterhaken haben wir wirklich. Nein, wir brauchen den Enterhaken. Wozu wir jetzt eigentlich hier unbedingt die Pfeile noch gebraucht haben, keine Ahnung. Nein, bringt nichts. Nein, das hat einfach nichts gebracht. Ich muss einfach wirklich nachsehen, wo ich den Enterhaken jetzt hier kriege. Es ist jetzt an der Stelle auch bloß eine Vermutung. Aber ich glaube, mit etwas Glück hatten wir noch einen weiteren Weg hier. Und ich glaube, wir hatten hier wirklich noch einen Weg. Zwei Schreine, einer im Norden von hier und der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Es war jetzt immerhin das Einzige, was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe. Ja, wirklich gut die Karte aufgedeckt. Hm.
Na bitte, jetzt haben wir endlich mal dieses Viech erledigt. Öffnet der Windfisch nicht die Augen, bleibt der Held auf dieser Insel. Ja. Schon besser. Oh, dafür jetzt also Pfeil und Bogen. Natürlich, jetzt fügt sich alles so nach und nach ein bisschen zusammen. Aber wieso müssen wir dafür jetzt alle unsere Lebenspunkte verloren haben? Okay, die Lebenspunkte kamen jetzt wirklich ein bisschen zu spät. Aber gut, wie sieht's jetzt hier aus? Nein, das war's jetzt auch nicht. Wieso? Ja.
schönen Skin, das so eins. Wie nervig. Maskenschlüssel. Das ist falsch. Oh, das ist so falsch jetzt wieder. O Eiland Kokolint, bist nur eine Illusion. Bewohner Monstermeerhimmel sind nur ein Traum des Windfischers. Wächst du in Träumen, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was, alles nur eine Illusion? Ich hasse es. Ich habe jetzt hier was gemacht, wo ich am Ende doch nicht gesagt, das Ersehnte gekriegt habe. Der Maskenschlüssel war für einen anderen Dungeon. Toll. Uhu, du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhuhuhu. Tja, trotz allem werde ich im nächsten Part vielleicht doch nochmal die obere Gegend da erkunden. Vielleicht war dann da irgendwoher trotz allem der Enterhaken versteckt. Und was machst du jetzt hier? Ja, ja, der neue Besen kehrt gut. Okay, immer noch ist hier irgendetwas. Was noch meine Aufmerksamkeit verlangt, aber jetzt leider nicht. Aber ich habe jetzt erstmal ansatzweise meine anderen Lebenspunkte wieder. Bringt trotzdem nicht gerade so viel. Etliche Pfeile verbraten. Unsere Creme verbraten. Verdammt nochmal unsere Fee im Glas verbraten. Tja, der Maskenschlüssel. Wunderschlüssel. Wir haben schon einen Schlüssel, aber nicht das andere. Und die Antwort ist sicherlich irgendwo offensichtlich. So offensichtlich, dass sie mich sicherlich ärgern wird, wenn ich da nachschaue. So wird es auf jeden Fall sein. Wenn ich erstmal nachgeschaut habe, dann wird mir das wie Schuppen vor den Augen abfallen. Ja, ich hätte ja einfach nur dahin gehen müssen. Aber so aktuell fällt mir wirklich jetzt kein weiterer Ort ein, wo der Enterhaken sein könnte. Naja, trotzdem vielleicht irgendwo hier in der Gegend. Andererseits nein. Oh, ist das hier nicht der Schlüssel? Also das Schlüsselloch zum Maskendungeon?
Och nö. Er sagt ja, eine Ruine im Norden, die andere im Süden. Okay, jetzt ist es ja noch irgendwie offensichtlicher, dass ich irgendwo hier was übersehen habe. Tja, dabei war ich bis jetzt ja nun wirklich ziemlich gut vorangekommen, ohne irgendwas nachzuschauen. Tja, da bleibt mir aber jetzt wirklich nichts anderes übrig. Und damit sage ich jetzt erstmal an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann und schau für den nächsten Part, wo ich dann auf jeden Fall erstmal wüsste, wo wir den Enterhaken dann finden werden hier im Spiel. Das Ganze hier ist eigentlich auch noch ein bisschen verdächtig. Aber das Teil kriege ich jetzt auch nicht hier weg. Also bis dann und ciao.